Sehr schön, wunderbar. Ich hoffe, Sie haben Stündchen, anderthalb Zeit mitgebracht und freuen sich alle genauso wie ich auf den Mario, dass er uns mal zeigt, was aktuell oder diese Woche gehen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und jetzt ernenne ich Mario zum Moderator und bin gespannt. Mario. Ja, dann heiße ich auch alle recht herzlich willkommen zum heutigen Webinar. So, mal schauen, ob mein Bildschirm jetzt übertragen wird. Können Sie mich auch hören? Ja, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, starten wir zum heutigen Ausblick. Wir machen es ja immer so, wenn der große Marktausblick stattfindet, dann gibt es ja immer keinen Wochenausblick von mir, weil das sonst doch zeitlich immer sehr eng ist. Ich möchte auch gar keine großen Vorreden machen. Ich denke, die meisten kennen mich auch und deswegen starten wir am besten sofort mit dem Überblick. Wie sieht es aus an den Märkten? Starten möchte ich mit dem amerikanischen Markt. Wir sehen hier im amerikanischen Markt, ich nehme mal gerade die Zeichnung hier kurz raus, dass wir kurz vor den Jahreshoch stehen. Also auch wenn wir das Ganze jetzt mal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen, sehen wir, dass wir wirklich ganz knapp vor den Hoch sind. Und ja, wir haben heute den Sprung nicht schaffen können. Sehr schade, weil wir sehen, dass wir im deutschen Markt davon auch, dass wahrscheinlich sehr viele davon ausgegangen sind, dass wir in dem Long-Markt sind, kommen wir auch gleich noch drauf. Ich denke aber, dass wir gute Chancen haben, dass der S&P hier das Hoch nochmal anläuft und wir das testen, spricht eigentlich alles dafür. Ich sehe eigentlich keinen Grund dafür, warum wir hier im amerikanischen Markt nicht weiter nach oben laufen sollten. Schauen wir uns mal den Nasdaq dazu an. Auch hier befinden wir uns ganz knapp unter den Jahreshochs. Also das ist wirklich eine schöne Phase. Wir haben ja beim letzten Mal vor 14 Tagen einige Aktien uns angeschaut. Werden wir auch gleich nochmal einen kurzen Rückblick drauf machen, bevor wir heute ja schwerpunktmäßig uns dann auch einige Titel aus dem Devisenmarkt anschauen möchten, wobei es da gar nicht so viele interessante Situationen gibt. Aber schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angesprochen und auch ein Trade, den ich heute intraday noch gemacht habe. Also hier im Nasdaq, wie gesagt, kann man ganz gut eigentlich sehen, dass wir hier einen intakten Aufwärtstrend haben. Man erkennt den unter markttechnischen Gesichtspunkten eigentlich immer daran, dass wir steigende Tiefpunkte sehen und gleichzeitig auch steigende Hochpunkte. Und das ist eigentlich das, worum es eigentlich immer geht im Trading. Also wenn man sieht, der Markt läuft hier kontinuierlich nach oben weg. Hier ja auch wirklich sehr schön dann auch im Chart zu sehen. Das ist eigentlich immer genau die Phase, die wir brauchen. Was wir momentan hier sehen, ist eine Korrektur auf der zeitlichen Ebene. Das heißt, die letzten 5, 6 Handelstage ist der Markt eigentlich nur seitwärts korrigiert und nicht großartig im Preis. Das heißt, wir sind hier nicht weiter nach unten gekommen. Das ist für den einen oder anderen vielleicht nicht so schön, weil er vielleicht sehr gerne hätte, dass die Märkte noch ein Stück weiter zurückkommen. Es spricht allerdings häufig von Stärke, wenn Märkte sich einfach an diesen oberen Marken halten. Das für mich als Trader, der ja sehr gerne sehr starke Werte kauft, dann eigentlich immer sehr schön ist, wenn wir nur so kurze Korrekturen sehen, die auf der zeitlichen Schiene ist, weil wir dann mit sehr engen Stops agieren können. Und das ist eigentlich so, auch wenn man sich hier den Nasdaq anschaut, wir haben hier vom Hoch zum Tief hier nicht mal 2%. Also daran sieht man schon auch hier im Index selber keine großen Korrekturen im Preis, sondern wirklich ausschließlich auf der zeitlichen Ebene. Nicht ganz so gut sieht derzeit das Bild im deutschen Markt aus. Da haben wir gerade heute doch einiges an Schwäche gesehen. Wir sind hier wieder zurückgefallen in diesen Seitwärtstrend, den ich hier beim letzten Mal auch eingezeichnet hatte vor 14 Tagen. Das ist kein gutes Zeichen, wenn ein Markt einen Ausbruch macht wie hier und dann doch innerhalb von einer Woche sofort wieder zurückfällt und sich jetzt eigentlich hier sogar festbeißt. Wir haben heute einen Rückgang von fast 2% gesehen. Das ist jetzt nicht gerade die Stärke, die ich gerne hätte. Das heißt, wenn ich jetzt mir die drei Indizes anschaue, FDAX, S&P und Nasdaq, dann ist ganz klar für mich der Favorit immer noch der Nasdaq-Index. Haben wir vor 14 Tagen auch schon drüber gesprochen beim großen Marktausblick, auch letzte Woche schon im Wochenausblick bei mir. Also ich werde hier weiter versuchen reinzukommen. Allerdings macht das Ganze eben nur dann Sinn, wenn wir sehen, dass hier wirklich wieder Dynamik reinkommt. Das heißt, ich warte jetzt hier, wenn ich Positionen habe, dann werden die Positionen einfach weiter mit Stops versorgt und den nächsten Schub nehme ich eigentlich jetzt erst mit, wenn wir sehen,
sehen, der Ausbruch kommt im S&P bzw. im Nasdaq, dann werde ich hier neue Positionen aufbauen. Ein Trade, den ich heute eingegangen bin, und zwar ist das eine Aktie gewesen aus dem Bereich Technologie, weil wir, wie gesagt, hier ich sehe im Moment nicht so den Sinn drin, eine große Position jetzt auf Tagesbasis aufzubauen, weil dafür ist die Korrektur nicht stark genug gewesen. Aber eben intraday haben wir hier einen Rückgang gesehen. Wir haben heute bei American Airlines ein schönes Gap gesehen und das habe ich dann auch für einen Trade genutzt. Man kann es hier auch ganz gut sehen. Wir haben hier dieses Gap gesehen von 44,20 hoch auf 44,80, so 1,5% etwa, haben dann danach eine Korrektur bekommen. Hier ganz gut zu sehen, etwa drei Perioden. Das ist auch immer das, was ich für mich sehr gerne nutze, Korrekturen, die in diesem Bereich sind und dann eben den entsprechenden Ausbruch nach oben und habe dann mit einer Teilgewinnmitnahme beziehungsweise komplett sogar die Position hier geschlossen bei 2R. Man kann es hier sehen, nachdem hier das neue Hoch entstanden ist und danach ist die Aktie auch erst wieder ein ganzes Stück korrigiert. Das ist etwas, was ich im Daytrading sehr gerne mache. Das wissen alle die, die auch schon bei mir mal im Workshop waren oder im Coaching, dass ich diese Gewinnmitnahmen im Daytrading besonders gerne mache. Vor allen Dingen dann, wenn wir keine sogenannten Trendtage haben. Also immer dann, wenn Märkte sehr, sehr stark sind und kontinuierlich an einem Tag nach oben laufen. Das merkt man natürlich immer erst im Laufe des Tages. Dann müssen diese Gewinnmitnahmen nicht unbedingt zwingend bei mir bei 1:2 liegen. Aber in den normalen Tagen, so wie jetzt, wo wir sehen, wir haben sehr enge Handelsspannen. Sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir nochmal kurz einen Blick auf den Nasdaq legen, so um die 1% derzeit. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, hier mit 1:2 Gewinnmitnahmen zu machen, dann mache ich das natürlich sehr, sehr gerne in diesem Bereich. Schauen wir, was hatten wir noch an Werten, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, um einfach nur mal zu zeigen, also der Index hat in den letzten 14 Tagen ungefähr gut 1% gemacht und wenn man jetzt mal dagegen die Aktien sich anschaut, die wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, nur ein ganz kurzer Rückblick hier, Applied Materials zum Beispiel hier hat im Endeffekt mehr als das Dreifache sich nach oben bewegt in der gleichen Zeit. Hier ist nicht so viel passiert bei Checkpoint Software, es war auch schwierig hier reinzukommen. Wir haben hier, sieht man hier, einen ziemlichen Seitwärtsgeschiebe in dem Bereich. Also von daher, wenn man hier einen Einstieg gemacht hat, ist man wahrscheinlich sogar ausgestoppt worden. Also ist nicht so ganz glücklich gelaufen hier der Bereich. Aber hier sieht man schon wieder die letzten Tage, was hier für Bewegung reingekommen ist. Auch hier gut 3% hier nach oben gelaufen in dem Bereich. Also da sieht man, das geht auch immer sehr dynamisch. Also ich bin ein großer Freund davon, entweder Trades eben im Bereich Tag-Stunde zu setzen, also sprich, ich suche mir die Großwetterlage im Tageschart aus und versuche das Ganze dann sehr schnell in der Stunde umzusetzen oder so wie, wenn ich jetzt zum Beispiel Gaps sehe aufgrund von Nachrichten oder sonstigen Dingen, dann versuche ich das Ganze einfach umzusetzen, indem ich sofort intraday einsteige und wenn der Markt sehr stark nach oben läuft, dann eben versuchen, Trades einfach mitzunehmen in die nächst größere Zeiteinheit, was dann in dem Falle zum Beispiel der Tageschart bzw. der Stundenchart ist. Hier können wir auch ganz gut sehen, dass jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt gekommen ist. Ich wollte die Aktie heute auch intraday handeln. Problem war einfach, dass sie sehr, sehr schnell angestiegen ist. Gucken uns das einfach auch mal an, wie man in so einen Trade hineinkommen kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf Tagesbasis sieht, okay, die Aktie ist stark, dann kann man hier zum Beispiel jetzt sehr gut auf Stundenbasis in so einen Trade hineinkommen, weil wir haben hier eine ganze Zeit lang eine Korrektur gesehen. Ich zeichne jetzt mal ganz grob hier die Korrektur hier ein, wie es hier nach unten gelaufen ist und wir sehen auch eigentlich ganz schön, wie sich hier ein neuer Trend entwickelt hat. Und da sind wir heute mit einem kleinen Gap gestartet und dann ist die Aktie sehr, sehr stark nach oben gelaufen. Versucht das Ganze intraday zu fangen, wollte auch den Einstieg hier dann bekommen. Nur wenn wir uns jetzt den Minutenchart anschauen, da sehen wir, wie schwierig das manchmal ist, auch für jemanden, der das hauptberuflich macht und den ganzen Tag davor sitzt, wie schwierig das ist, hier solche Trades zu bekommen. Weil die Aktie gleich in der ersten Handelsminute komplett durchgestartet ist und hier gar keinen Rücklauf mehr an die Ausbruchsmarke gemacht hat. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
dass man dann aber nicht sagt, okay, jetzt muss ich hier aber unbedingt einen Trade machen, sondern dass man einfach schaut, okay, welche Möglichkeiten bieten sich denn noch? Und das ist ja so, wie ich das vorhin dann auch gezeigt habe, es bieten sich halt immer irgendwelche Möglichkeiten, wo man halt einen anderen Trade bekommt. Schön wäre es gewesen, wenn wir hier nochmal zurücklaufen wären an diese Marke. Das ist auch das, was immer viele, wo ich immer viele Fragen zu bekommen habe, wenn der Kurs dann hier nochmal so zurück und von hier aus dann gestartet wäre. Das wäre dann nochmal ein Setup gewesen, wo ich versucht hätte, dann in den Markt hineinzukommen. So, also das zu dieser Aktie. Die Fragen, die jetzt reinkommen, die beantworte ich zum Ende hin. Ich komme auch gerne nachher auf den VW-Chart zu sprechen. Ich möchte nur erst hier so die wichtigsten Werte kurz besprechen, die wir beim letzten Mal uns angeschaut haben. Wie gesagt, hier hätte ich gerne versucht reinzukommen, hat aber weder auf Minute funktioniert und somit dann auch nicht auf der Stunde, weil es eben sofort in der ersten Handelsminute sofort losgelaufen ist, die Aktie, und ich keine Chance bekommen habe, hier in einen guten Trade hineinzukommen. Schauen wir uns noch zwei, drei Werte an und auch hier ganz gut zu sehen, wie es ist immer vom 23. als wir das letzte Mal das gemacht haben, wie wichtig es ist, ein gutes Screening zu machen. Ich habe jetzt wirklich alle Werte mir nur mal rausgesucht gehabt, die wir beim letzten Mal besprochen haben, wie die Werte wirklich dann doch wesentlich stärker sind als der Index, weil das ist ja das, was ich auch immer versuche zu erklären. Der große Sinn des Screenings besteht eben darin, ein Index macht im Durchschnitt 6-8% Bewegung aufs Jahr gesehen. So, und wenn wir mehr als diese 6-8% Performance machen möchten, dann ist es eben wichtig, dass wir natürlich in erster Linie Werte haben, die wesentlich dynamischer sind. Und das kann man eben durch gutes Screening erreichen. Ich nutze dafür immer mein 6-Phasen-Modell, weil damit kann ich sehr einfach die Werte identifizieren, die besonders stark sind. Ich zeige das auch immer in den Workshops und Coachings, wie man das dann angehen kann, weil das ist dann relativ simpel. Man bekommt die Werte einfach angezeigt, so wie wir es beim letzten Mal auch gemacht haben. Und dann braucht man einfach nur noch schauen, okay, wie komme ich in einen Trade hinein. Texas Instrument haben wir es beim letzten Mal auch angesprochen. Hier gab es dann auch Zahlen, ich glaube am 24. war es gewesen, also wir haben hier diesen Durchbruch, der eine oder andere wird sich noch erinnern, ich hatte hier unten so gesagt, dass wir hier ganz gute Chancen haben, wenn die Aktie nach oben ausbricht, dass wir hier weiter steigende Kurse sehen. Das ist ein sehr bekanntes Setup eigentlich, es hat auch gar nichts mit Markttechnik an sich zu tun, natürlich laut Markttechnik sehen wir natürlich hier auch, dass wir in diesem Aufwärtstrend hier auch nochmal einen untergeordneten Trend haben, mit hier einem neuen Hoch, so, und von daher auch klar, wenn es hier durchbricht, dass es hier wahrscheinlich zu größerer Stärke kommt. Aber dadurch, und dafür möchte ich euch auch sensibilisieren, wenn man hier eben sieht, wir haben hier sehr viele Hochpunkte gehabt, und wenn der Markt es dann schafft, hier durchzukommen, dann haben wir eben gute Möglichkeiten, hier auch einen Trade zu bekommen. Und das ist hier eben passiert. Ausschlag war dann wahrscheinlich die Zahlen, die es gegeben hat. Nichtsdestotrotz, wenn man dann in den Stundenchart geht, kann man dann auch wirklich sehr gut sehen, hier gab es dann dieses Gap nach den Zahlen, dann die Korrektur, und hier ist dann im Endeffekt die Möglichkeit, dann entweder auf Stundenbasis oder noch besser Intraday nach der kurzen Korrektur dann hier das Ganze fürs Trading dann zu nutzen. So, das so ein bisschen zur Rückschau zum letzten Mal, was wir gesehen haben. Hier haben wir, glaube ich, noch den letzten Wert, glaube ich, den ich vorgestellt hatte. Auch hier sehr schön zu sehen, wie dynamisch hier alles nach oben geht. Das ist so ein ähnliches Setup wie vorhin. Wir haben hier so den oberen Bereich bei 80, 81, wo ich immer drauf achte, so auf diese Bereiche, wo wir dann mehrfach angelaufen sind. Häufig gibt es dann hier ein Gap, und da muss man das Ganze mehr oder weniger häufig intraday fürs Trading nutzen oder halt auf Stunde. Das geht auch, aber interessant ist natürlich dann hauptsächlich der Bereich Intraday-Handel. So, dann kommen wir zu einem Bereich, den natürlich viele Trader interessiert, wo gerade Trader, die anfangen, in den Bereich hineinzugehen, ist ja immer der Indexbereich und der Devisenbereich. Und ich habe mir heute mal den Devisenmarkt etwas genauer angeschaut. Wo haben wir denn hier gute Möglichkeiten und wo haben wir auch Trends, die wir für unseren Handel umsetzen können? Weil nur alleine zu sagen, naja, ich möchte halt gern Devisenhandel, weil ich da vielleicht nur einen engen Spread habe oder was auch immer, das kann man zwar machen, aber im Endeffekt braucht man ja auch eine Strategie. Und was wir halt brauchen, ist einfach mal einen Trend auf Tagesbasis, um dann einen vernünftigen Trend auf Stunde zu finden, um dann intraday agieren zu können. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man da einfach mal schaut, okay, wo kann man denn intraday agieren? Das ist ja im Devisenmarkt noch wichtiger eigentlich als das
im Bereich des Aktienhandels nötig ist, weil im Aktienbereich haben wir ja noch wesentlich stärkere Bewegungen als im Devisenmarkt prozentual gesehen. Und deswegen müssen wir hier auch nicht mit so einem riesigen Hebel agieren im Aktienmarkt. Im Devisenmarkt sieht es ein bisschen anders aus. Und leider Gottes ist das auch der Grund, warum ich im Verhältnis zum Aktienmarkt halt sehr, sehr wenig Devisentrades mache, weil wir hier, obwohl wir prinzipiell hier sehen, dass der Markt zwar in den letzten Wochen gestiegen ist und auch heute einiges an Stärke zeigt im Australdollar gegen den kanadischen Dollar. Im Endeffekt, wenn wir das Ganze hier so ein bisschen aufziehen, sieht man eigentlich, dass es hier kein schöner Trend ist und er ist auch relativ schwierig zu handeln. Man merkt es ja auch selber, wenn man im Devisenmarkt unterwegs ist. Es ist gar nicht so einfach, im Devisenmarkt wirklich erfolgreich zu handeln. Und das liegt eben daran, dass wir hier häufig so verschachtelte Trends haben. Wir haben hier häufig sehr, sehr große, ausgeprägte Korrekturen. Dinge, die wir ja im Aktienbereich eher seltener sehen. Denn dort haben wir ja häufig Korrekturen, die sich eher auf der zeitlichen Ebene wiederfinden. Das heißt, seitwärts gerichtet zwischen 30% und 50% Rücklauf, während die Korrekturen, die wir im Devisenmarkt sehen, häufig sehr groß sind. Deswegen möchte ich hier gar nicht mal die ganzen Majors durchgehen, sondern uns vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren, auf die Werte, wo wir wirklich gute Chancen vielleicht haben. Ich mache mal auch mal gerade kurz den Screener, lasse ich es mal gerade sortieren, also wo haben wir was und dann sehen wir zum Beispiel einmal den Euro gegen den Australdollar. Hier befinden wir uns ganz klar in einem abwärts gerichteten Markt. Man kann es hier ganz gut sehen, erstmal auf dem großen Chartbild im Tageschart. Also hier kann man ganz gut sehen, wir haben hier einen Trend, der hier abwärts gerichtet ist. Was hier auch schön zu sehen ist, dass der Markt hier ähnlich wie bei den Aktientrades, die ich vorhin gezeigt habe, ein ähnliches Bild gesehen haben, nämlich hier den Bereich hier unten, wo der Markt halt mehrfach angelaufen ist. Und das ist eigentlich immer so ein Punkt, wenn das nicht sofort richtig funktioniert mit dem Durchbruch, dann passiert gerade im Devisenmarkt eben sowas, dass der Markt dann sehr, sehr stark zurückkommt und dass wir dann auch wirklich eine sehr starke Korrektur sehen. Und das sehen wir auch hier wieder. Der Markt hat es hier wieder probiert, hat es nicht geschafft durchzukommen und hier ein weiteres Mal. Erst hier ist dem Markt gelungen, aber auch hier nicht dauerhaft. Das heißt, es werden hier immer wieder neue Tiefs zwar gemacht, aber diese Tiefs können sich nicht wirklich durchsetzen. Und deswegen glaube ich auch, dass es gefährlich ist, wenn wir jetzt mal auf die derzeitige Situation schauen, das hier wieder zu überinterpretieren, weil wir hier durchgerutscht sind. Also ich würde hier in dem Devisenpaar am liebsten immer nach tatsächlich einer größeren Korrektur traden. Also komplett anders gegen als das, was ich normalerweise im Aktienbereich mache, wo ich sage, also ich mag halt wirklich die Werte, wo es solche flachen Korrekturen gibt und dann sofort der Ausbruch, den traue ich dann auch. Aber hier gerade beim Euro gegen den Australdollar fällt es mir sehr, sehr schwer zu glauben, dass jetzt hier, obwohl der Markt hier in den vergangenen Mal jedes Mal nach oben geprallt ist, dass es jetzt anders sein soll. Weil ich gehe immer davon aus, dass das, was in der Vergangenheit passiert ist, sich jetzt auch durchsetzt. Und deswegen würde ich jetzt hier zum Beispiel, obwohl es ein neues Tief gegeben hat und wir hier auch heute früh den Rücklauf an die Ausbruchsmarke gesehen haben, hier dem Ganzen nicht sofort trauen, sondern ich würde jetzt hier eher so vorgehen wie hier bei den anderen Trades auch, dass man tatsächlich jetzt abwartet, dass der Markt von hier aus nochmal zurückkommt und dann, wenn sich dann ein 1, 2, 3 nach unten bildet, dann versuchen hier in einen solchen Trade hineinzugehen. Weil das ist deutlich risikoloser, als jetzt am Tief hier in einen Trade hineinzugehen, weil ich sehe hier einfach nicht die Kraft momentan, dass sich hier das Devisenpaar hier weiter unter die 1,40 hinunterschnellt. Wenn es passiert, okay, super für alle, die schon short sind, hat mir aber dann nichts an, weil ich bin da nicht in diesem Trade drin und man muss man auch irgendwann versuchen, damit klarzukommen, man kann nicht jeden Trade erwischen. Man kann auch nicht jeden guten Trade erwischen. Auch das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir können eben nur einen gewissen Teil der Trades bekommen. Manche Trades wollen wir auch gar nicht, nämlich die, die nicht laufen. Aber hier, wenn ich mir das anschaue, ist es hier einfach am einfachsten zu warten, bis der Markt hier einfach zurück ist, wenn man nicht schon short drinne ist in der Position und dann erst hier in einen neuen Trade einsteigen. Schauen wir uns den Euro gegen, das müsste der Neuseeland-Dollar sein. Also hier haben wir auch einen schönen Abwärtstrend. Wir sehen auch, dass hier neue Tiefs eigentlich fast immer dazu geführt haben, dass wir hier recht starke
Rückläufe gesehen haben. Das würde ich hier also ähnlich interpretieren wie vorhin. Auch hier würde ich, wenn ich nicht schon short bin, das kann man ja im Endeffekt auf Stundenbasis oder auch Intraday eigentlich ja schon sein. Wenn man jetzt zum Beispiel auf Stunde tradet oder auch Intraday, dann kann man hier eigentlich ganz gut sehen, ich mache das mal auf, wie man in so einen Trade recht gut hineinkommen kann. Wir sehen hier, dass der Markt hier sehr stark nach dem Anstieg dann auch wieder runtergekommen ist, hat hier nochmal den Retest gemacht in diesen Bereich hinein. Bis dahin sieht auch alles gut aus. So, und jetzt von da aus sehen wir hier ganz klar, dass es hier runtergeht. Und dann würde ich einfach versuchen, solche Werte, die jetzt wirklich wieder in ihren Haupttrend zurückgehen, das sind dann eigentlich die Werte, wo man wirklich sagen kann, okay, die kann man jetzt auch intraday traden, das heißt, in der regulären Handelszeit, also ich würde hier nicht versuchen, in so einem Devisenpaar, ich sag mal, zwischen 18 Uhr und 22 Uhr nachts drinnen rumzuhandeln, weil das ist eben keine Zeit, wo der Euro stark gehandelt wird und der neuseeländische eben auch nicht. Das heißt also, hier macht es wirklich Sinn, immer zu den Kernzeiten eher Trades aufzumachen und das Ganze dann hierfür zu nutzen. Andreas fragt, was meinten Sie mit Intraday? Ja, Intraday ist halt in eine Position innerhalb eines Tages zu öffnen und wieder zu schließen. Und das bietet sich ja im Devisenbereich, machen das ja, ich würde schätzen, die allermeisten Trader. Das liegt einfach daran, also ich selber handle das sehr gerne auf Stunde-Devisen, habe ich ja auch schon oft genug hier an dieser Stelle gesagt. Das sind dann häufig relativ große Stops, die dann hier zustande kommen, aber die Trends in einigen Devisenpaaren sind halt stark genug, dass man das machen kann. Das hängt aber auch mal so ein bisschen was mit der Kontogröße zusammen. Und je kleiner natürlich eine Kontogröße ist, dann wird es schwierig, mit großen Stops zu agieren. Und dann ist man ja doch eher geneigt, dann eine Zeit einer tiefer zu gehen oder eine Trendgröße niedriger. Und dann ist man halt doch sehr schnell auf 10 Minuten, 5 Minuten oder Minute für solche Trades. Und da ist es eben immer wichtig, dass wir darauf achten, dass wir eben einen solchen Trend hier haben, der sich hier zwischenzeitlich etabliert hat und dann versucht, jedes Mal aus so einer Korrektur hier in einen neuen Trade reinzukommen, auch hier wieder aus der Korrektur in den neuen Trade. Also das heißt, nicht versuchen, hier die Korrekturen mitzunehmen auf dem Weg in die entgegengesetzte Richtung, weil da verbrennen sich natürlich die allermeisten Trader auch die Finger dran. Das bleibt auch gar nicht aus, denn wenn wir uns das anschauen, die Bewegungen sind hier ja auch viel größer, wenn man mal von oben nach unten schaut, als hier die Korrekturen. So, und das ist ja der Regelfall. Das heißt, es macht also auch wenig Sinn, hier im Korrekturbereich zu handeln, sondern man sollte lieber das machen, wo man den größtmöglichen Erfolg hat. Und das ist nun mal der Handel auf der Bewegung. So, schauen wir uns an, wie es in den anderen Paaren aussieht. Das ist hier zum Beispiel auch ein typisches Bild dafür, warum ich zum Beispiel so ungern dann hier in dem Bereich unterwegs bin. Auch hier wirklich sehr, sehr seitwärts geschoben. Es macht mir wirklich gar keinen Spaß, hier in einem solchen Wert zu handeln. Wir schauen einfach mal grob durch, wo vielleicht noch ein interessantes Währungspaar ist. Ansonsten würde ich es vorschlagen, schauen wir uns gleich einfach nochmal, welche Aktien derzeit stark sind. Also auch hier Euro gegen kanadischer Dollar. Wir haben hier einen Abwärtstrend, aber man muss ja auch wirklich immer wieder sich ungefähr so ein Jahr zurück anschauen, damit man einfach sieht, okay, wo befinden wir uns denn derzeit im Markt? Und hier kann man es eigentlich auch ganz gut sehen. Wir haben hier unten den Bereich gehabt, der sehr, sehr häufig angelaufen ist und in dem befinden wir uns auch. Und in diesem Bereich dann zu handeln, ist aus meiner Sicht eher kontraproduktiv, weil wir hier sehr, sehr häufig einfach die Gefahr laufen, dass wir hier einfach aufgerieben werden. Wir machen einen Long Trade, wir machen einen Short Trade, machen wieder einen Short Trade und es ist halt sehr, sehr schwierig in diesem Bereich, weil hier Bullen und Bären einfach gegeneinander kämpfen, ob jetzt Long oder Short. Und das, finde ich, ist gerade im Devisenmarkt eben so besonders ausgeprägt. Denn wenn wir jetzt das Ganze, wir könnten jetzt hier in einen Monatschart gehen und dann würden wir sehr schnell feststellen, warum das so schwierig ist, solche Märkte zu handeln. Wenn wir uns das anschauen, das ist jetzt von 1982 bis jetzt. Und wenn wir sehen, auf der Unterseite haben wir sehr häufig gesehen, dass bei 1,20 hier Schluss ist. Auf der Oberseite sehen wir, dass bei 1,75 im Durchschnitt Schluss ist. Das heißt, der Markt bewegt sich ja einfach immer nur in dieser Handelsspanne hin und her. Natürlich ist das dazwischen sehr groß, aber eben kein klarer Trend, der sehr, sehr einfach zu handeln ist. Wenn wir dagegen einen Indexmarkt nehmen, egal ob jetzt S&P, Nasdaq, DAX, spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn wir dort die gleiche Zeit wählen würden, dann würden wir ein ganz anderes Bild sehen. Ich mache das jetzt einfach mal nur, damit man das nochmal so gegenübergestellt hat, warum ich ein so großer Freund von Indizes bin und von
Aktienmärkten. Wenn wir das sehen, der Nasdaq, nehmen wir ruhig auch eine lange Zeit hier, Monatschart hier von 2003. Wir haben uns hier mehr als verdoppelt in der Zeit, fast verdreifacht. Und das sieht man eben im Devisenbereich nicht. Dann haben wir zwar eine Spanne von 30%, wo der Markt hin und her läuft, aber mehr bekommen wir dort halt nicht. Und das ist etwas, was halt sehr schwierig ist. Frage kommt, haben Sie etwas auf der Watchliste für einen längerfristigen Swing, egal ob Aktien, Indizes, Gold, Devisen? Ja, werden wir gleich auch noch drauf kommen. Ich habe ja viele Positionen im Depot, so gerade im mittelfristigen und langfristigen Bereich. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Wollte nur vorhin einmal, weil das immer wieder angefragt wird, wie es Intraday aussieht, die Position zeigen, die dort ist. Also hier, wie gesagt, im Devisenmarkt sehr viel Seitwärtsgespiele. Und sehr schwierig, da wirklich vernünftige Trends zu finden. Auch hier im Moment kein wirklicher Trend, der sich hier abzeichnet. Und versucht dann einfach, wenn ihr keinen wirklichen Trend bekommt, dann einfach zu schauen, okay, welche Alternativen bieten sich denn? Und dann bietet es sich einfach an zu schauen, okay, welche Indizes sehen gut aus? Haben wir gerade gesehen, Nasdaq sieht gut aus, S&P sieht gut aus, sieht auch schon seit Wochen und Monaten gut aus. Also von daher, auch die Saisonalität spricht dafür, dass wir eher in einem Marktumfeld sind, wo wir steigende Kurse sehen und deswegen hier immer in solche Bereiche hineingehen, wo es sich einfach lohnt, dauerhaft eben erfolgreiche Trades zu machen. So, dann schauen wir hier nochmal auf der Long-Seite, was der Screener hier rauswirft, aber auch hier sehen wir keine starken Trends. Hier zum Beispiel ist so ein typisches Bild dafür, wann es sich wirklich lohnt, in einen Trade hineinzugehen. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Devisenpaar, was ich mir auf alle Fälle auf die Watchlist legen würde. Ich würde es nicht jetzt handeln, warum nicht? Ist relativ simpel, weil wir hier in diesem Bereich einfach zwischen 75,50 und 76,60 einfach schon x-mal hier drangelaufen sind und hier wieder zurückgekommen sind. Was ich immer mache an solchen Stellen ist relativ einfach. Ich lege da einfach immer einen Preisalarm hin. So, und wenn der Markt jetzt es schafft, hier durchzukommen, dann würde ich das spätestens dann, wenn das jetzt heute Nacht zum Beispiel passieren würde, dann würde ich das halt morgen früh sehen und würde dann, nachdem wir hier aus dieser Seitwärtsphase, die hier sehr, sehr lange angehalten hat, jetzt ausbrechen, dann würde ich das Ganze nutzen für einen Trade. Dann kann man auch sehr gut zum Beispiel einen Swing-Trade daraus machen und sagen, okay, jetzt möchte ich hier eine Position aufbauen, die sehr lange anhält, weil das ist dann eine sehr gute Konstellation, wo es sich auch wirklich lohnt, hier in einen Markt hineinzugehen. Ansonsten ist es wirklich sehr, sehr schwierig hier in diesem Bereich und fragen Sie oder ihr euch mal selber, wie ist es denn im Devisenmarkt in den letzten 6 oder 12 Monaten für mich persönlich denn gelaufen? Hat es wirklich so viel Sinn gemacht, hier im Devisenmarkt zu handeln? Und ich denke, die Mehrzahl der Teilnehmer, die hier sind, wird, wenn sie ehrlich zu sich sind, sagen, dass es meistens nicht so gut gelaufen ist. So. Und das bleibt eben auch nicht aus, weil Trends sind halt auf den größeren Zeiteinheiten häufig sehr stark, insbesondere im Index- und Aktienbereich. Im Devisenbereich, wie gesagt, ist es wirklich nicht einfach, dieser Markt. Und ich frage mich auch immer, wie kommen die Mehrzahl der neuen Händler immer auf die Idee, im Devisenmarkt handeln zu wollen, wo es doch, wenn man sich die Charts anschaut, doch wirklich, wirklich schwierig ist, hier sehr gut in den Markt hineinzukommen. Wir werden uns gleich nochmal ein paar Aktien anschauen, zum Beispiel aus dem Nasdaq-Bereich auch oder auch Positionen, die ich noch habe, wo man einfach viel, viel einfacher erkennen kann, okay, hier lohnt es sich einfach in den Markt hineinzugehen, weil wir eben gute Trends haben. Wir haben es ja vorhin auch schon in dem einen oder anderen Wert im Nasdaq gesehen. Vielleicht schauen wir uns einfach noch 2, 3 Devisenpaare an. Hier zum Beispiel kann man, zum Beispiel ist ein schönes Beispiel dafür, dass sich hier ein neuer Trend entwickelt hat. Und das ist eigentlich dann, wo man dann wirklich sagen kann, okay, wenn wir solch einen Markt haben, dann bietet er sich auch an für den Devisenmarkt. Und der bietet sich vor allen Dingen dann auch an, den Intraday zu handeln. Weil das ist ja immer, wie gesagt, also wenn man das auf Tag-Stunde handeln möchte und diese Positionsgrößen handeln kann, ist es perfekt. Nur die meisten können es halt nicht wegen der Kontogröße. Und wenn wir uns das Ganze hier anschauen, da sehen wir wirklich, der Markt ist hier auch wirklich nur wirklich
bedingt zurückgekommen, also ungefähr die Hälfte der Aufwärtsbewegung, hat dann hier versucht, neu durchzustarten, bevor es jetzt durch die Hochs gibt, versucht er jetzt nochmal Kraft zu sammeln und dann einen neuen Ausbruch zu machen. Also das ist so eigentlich das, wonach ich auch im Aktienbereich halt immer verstärkt suche, Werte, die hier einen klaren Trend entwickelt haben und man dann ganz klar sagen kann, okay, hier scheint sich Stärke aufzubauen. Und dann kann man das Ganze dann tatsächlich auch dann ganz gut umsetzen, wenn jetzt hier im Stundenchart ein tolles Bild hier entsteht. Aber auch hier sieht man jetzt zum Beispiel ganz gut, der Markt ist hier erstmal hochgelaufen, hat hier ein neues Hoch gemacht, so hat dann versucht, ein neues Hoch zu etablieren und das hat halt erstmal nicht geklappt. Und somit entwickelt sich dann ratzfatz hier so ein typischer Seitwärtsmarkt. Und das ist auch immer... Also wir können nichts gegen Seitwärtsmärkte tun. Die gehören zum Trading dazu. Das muss uns klar sein. Wir haben auch in den meisten Bereichen, auch im Aktienbereich, ist es nichts anderes. 40-50% der Zeit befinden wir uns in Seitwärtsmärkten. Und die meisten Trader handeln in Seitwärtsmärkten halt genauso wie in Long- oder in Short-Märkten. Und da auch nochmal die Frage wieder in die Runde. Wie ist es denn mit euch selber? Handelt ihr in Seitwärtsmärkten auch so? Also beachtet ihr das wirklich und hört dann wirklich komplett auf zu handeln und geht in andere Märkte oder macht ihr das halt nicht? Und ich sehe das hier in ganzen Coachings immer wieder und ich mache jede Woche mit 2 bis 3 Teilnehmern immer wieder Coachings in dem Bereich, dass wir uns Trades anschauen und ich sehe fast immer, dass in Seitwärtsmärkten einfach konsequent weitergehandelt wird, anstatt hier zu sagen, nein, das macht hier überhaupt keinen Sinn in einem Seitwärtsmarkt, denn wenn ich jetzt hier in so einer Phase einfach weiter trade, dann geht halt mein Geld verloren. Und wie erkenne ich jetzt solche Seitwärtsmärkte? Relativ einfach immer daran, dass ein Trend plötzlich nicht mehr weiter nach oben läuft, sondern wie hier jetzt Doppelhochs ausbildet und dann sehen wir ja, was danach passiert. Dann läuft der Markt einfach seitwärts raus und das kann dann wirklich Tage dauern, bis hier wieder ein neuer Trend entsteht. Und das versuche ich einfach eben auszufiltern, dass ich sage, okay, sobald ich im untergeordneten Zeitfenster sehe, dass hier kein klarer Trend mehr ist, also wenn wir uns jetzt hier die Stunde anschauen, da kann man das wahrscheinlich dann auch am einfachsten erkennen. Hier ist der Markt, jetzt gehen wir gerade auch mal auf die Stunde. So, wir haben hier die Aufwärtsbewegung gesehen und dann sehen wir hier auf der Stunde, dass der Markt hier viel, viel zu stark zurückgekommen ist. Dann auch hier, wenn wir uns den letzten Bereich anschauen, auch hier kann man sehen, der Markt läuft hier auf Stundenbasis erstmal sehr, sehr schön nach oben. Sehen dann hier schon das erste Mal, dass der Markt hier doch stark zurückgekommen ist, aber hier so hier rauf und dann hier das letzte Hoch. Und was jetzt sehr klar auffällt, und das ist eben der Punkt, wo ich sage, ab jetzt keine Trades mehr auf der Long-Seite, der Markt durchbricht hier im Endeffekt das Tief und somit ist die Long-Seite für uns einfach komplett unsinnig zu handeln, weil wir befinden uns jetzt in einer sogenannten Seitwärtsphase oder Korrekturphase. Natürlich könnte man jetzt wieder hingehen und sagen, naja, dann trade ich halt auf der Minute die Short-Seite oder wie auch immer. Kann man auch machen, nur schaut euch euren Handelsplan an und euer Trading Journal. Das ist ja ein Thema, auf was wir in 14 Tagen auch nochmal zu sprechen kommen. Da hätte das Thema Handelsjournal sein. Wie baue ich überhaupt einen Trade auf? Also wie muss ich das Ganze als Handelsplan aufstellen, damit ich überhaupt das mal duplizierbar handeln kann? Und wenn ich meine Trades auswerte, und da möchte ich jeden zu ermuntern, das wirklich regelmäßig zu machen, ein Trading Journal zu führen und es dann auch einmal in der Woche auszuwerten, um einfach mal zu gucken, welche Trades funktionieren denn wirklich, also Devisen-Trades, Aktien-Trades, Index-Trades auf Stunde, 5 Minuten oder Minute. Versucht das wirklich auseinanderzunehmen. Wir werden in 14 Tagen darüber genau sprechen. Und dann mal zu gucken, was funktioniert denn wirklich gut? Was funktioniert so lala? Und was funktioniert zum Beispiel gar nichts? So, und dann muss es doch eigentlich klar sein, das, was nicht funktioniert, dass man das möglichst weglässt. Und das, was funktioniert, dass man dann schaut, okay, das muss ich jetzt eigentlich intensivieren und das, was so la-la läuft, dann kann ich gucken, okay, wo kann ich es noch verstärken, wo kann ich hier noch vielleicht das ein oder andere Schräubchen drehen, um das noch profitabler zu machen. Und das gehört halt auch mit zu unserer Arbeit, diese Reflexion, dass wir schauen, okay, was funktioniert und was funktioniert nicht. Denn es ist doch nicht so, dass die erfolgreichen Trader, egal ob die jetzt markttechnisch handeln oder nach Nachrichten oder was auch immer, das ist denen auch nicht zugefallen, mir auch nicht. Ich habe auch eine Phase von knapp 2 Jahren gehabt, als ich 1996 angefangen habe, wo es rauf und runter ging und erst als ich wirklich einen Handelsplan hatte, der
auch für mich Sinn ergab, dann kam eigentlich erst eine Situation, dass es funktioniert hat. Aber das ist halt vorher erstmal Arbeit und Erfahrung. Und da möchte ich euch nur für sensibilisieren für dieses Thema, diesen Handelsplan sich einfach mal aufzuschreiben und den dann auch wirklich eins zu eins umzusetzen. Und ich weiß, es ist schwierig. Also es ist schwierig, einen Handelsplan zu erstellen. Deswegen machen wir das hier einmal, dass wir das angehen, wie man das Ganze machen kann. Und dann im zweiten Schritt eben diese Auswertung, sich zu reflektieren und zu schauen, okay, was kann ich besonders gut? Was liegt mir? Wo habe ich Spaß dran? Und was führt auch zum Erfolg im Trading? Und das dann eben weiterzumachen, da wo man stark ist und das, was eben nicht funktioniert, hinten raus einfach abzuschneiden. Okay, ich denke zum Devisenmarkt, da können wir es hier an dieser Stelle vielleicht lassen. Ich werde jetzt nochmal, gerade weil auch die Frage vorhin danach gekommen ist, nochmal auf Einzelwerte im Aktienbereich einzugehen, weil wir da eben doch recht starke Werte zum Teil sehen in unterschiedlichen Märkten. Ich fange mal gerade, weil hier nach der Einzelaktie gefragt wurde, vielleicht mit der VW an und dann gehen wir nochmal auf den US-Markt vielleicht. Ich lade mal gerade hier die Daten kurz hinein. Kleinen Moment. So, nehmen wir einmal den Nasdaq. So, dann lädt er hier schon die Daten rein und wir können uns gerade VW in der Zwischenzeit anschauen. VW3 ist das. So, da war die Frage. Mich würde interessieren, was du vom VW-Chart hältst. Ich weiß, ist kontrovers zu diskutieren, aber einfach mal aus charttechnischer Sicht würde mich das interessieren, ob man die Strategie darauf auch anwenden kann. Also was man hier eigentlich sehr gut sehen kann in der VW-Aktie, wenn ich jetzt mal so meine ganz normale Analyse mache, schaue ich mir immer erstmal an, habe ich hier einen Trend oder habe ich hier keinen Trend? So, das brauchen wir ja nicht einzuzeichnen, weil es hier kein höheres Hoch ist. Das heißt, der Markt ist hier raufgelaufen, hat hier schön korrigiert, macht hier ein neues Hoch, ist hier runtergelaufen, hat ein neues Hoch gemacht. Super, das heißt also, hier ist richtig, richtig viel wieder gut gemacht worden von den Tiefs, die wir ja vorher gesehen haben. Ich mache mal den Chart ein bisschen größer auf, da kann man das ja sehen. Es ist ja sehr viel Porzellan hier zerschlagen worden. Ende September kann ich mich noch genau dran entsinnen. An dem Wochenende haben wir meinen Intensivworkshop gehabt und haben dann auch darüber gesprochen, naja, was machen wir denn jetzt an diesem Tag hier, als wir bei 145 ungefähr waren? Gehen wir jetzt short oder müssen wir jetzt long gehen oder was auch immer? Und da haben wir auch gesagt, wenn man sich das anschaut, der Markt war schon seit Wochen vorher short. Also der Markt ist vorher schon immer nach unten gefallen. Also derjenige, der an so einer Situation long war an dieser Stelle, da frage ich mich echt, hat er nicht auf den Chart geschaut? Weil da sieht man, wie wichtig das ist. Also man kann noch so überzeugt sein von einem Wert, aber trotzdem ist es halt wichtig, auch unter markttechnischen Gesichtspunkten oder unter charttechnischen Gesichtspunkten sich trotzdem mal einen Chart anzuschauen. Denn wenn eine Aktie von 270 auf 170 verliert, dann ist das schon mal eine Hausnummer, dann haben wir schon über 30% an Wert verloren. Und da muss man schon mal klar haben, okay, muss irgendwas im Argen sein. So, und hier haben wir dann unten gesagt, okay, klar, auf jeden Fall weiter short, bis der Markt uns das Gegenteil zeigt. Und jetzt sehen wir ja auch hier sehr schön, dass der Markt hier, nachdem er seine Tiefs hier ausgebildet hat, seitdem kontinuierlich sich erholt. Das heißt, wir sehen hier eigentlich das, was wir unter markttechnischen Gesichtspunkten sehen wollen. Wir sehen hier ganz klar steigende Tiefpunkte im Markt. So, das können wir jetzt noch feiner, wenn wir das jetzt hier so machen, dann sieht man es noch besser. So und so. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass es hier andauernd neue Hochs gegeben hat. Das Einzige, was jetzt nicht so schön ist, das ist der heutige Tag. Und umso besser mit der Frage heute, weil hier sehen wir ganz klar, der Markt ist heute unter, oder die VW-Aktie ist hier unter das Tief gefallen. So, was hier so ungefähr bei 142, 143 Euro lag. Ich gehe mal so vor, dass ich mir immer anschaue, okay, wie verhält sich der Kurs jetzt an dieser Marke, aber der Aufwärtstrend, so wie wir den gesehen haben, wenn er nicht morgen oder übermorgen wieder komplett gekontert wird, dann ist für mich hier erstmal die Luft raus. Ich denke, dann sind auch einige, die weiter unten eingestiegen sind, dann auch aus ihren Positionen heute herausgedrängt worden, so dass ich hier jetzt zum Beispiel kein Neuengagement mehr eingehen möchte. Es ist auch mal ein Ding, wenn man investiert man, wo man sagt, ich habe jetzt bei 100 irgendwann gekauft oder bin ich halt Trader und ich bin
ich persönlich bin halt beides. Ich bin auf der einen Seite Trader, der sehr viel und sehr gerne Intraday handelt, bin aber auch Positionshändler, der sehr viel auf Tag-Stunde agiert, und ich habe ja ein sehr großes Depot auch, was eben sich ja wirklich nur auf Investment und mittlere und große Zeiteinheiten konzentriert. Also ich versuche über die Jahre hinweg mein Portfolio immer breiter zu gestalten. Ich komme ja aus dem Minuten-Trading und habe da eigentlich erst über die letzten Jahre immer mehr den langfristigen Bereich gesehen. Also hier, um nochmal konkret hier auf VW eine Aussage zu machen, also ich persönlich würde jetzt, wenn der Markt jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Tage wieder nach oben wegdreht und ein neuer Trend auf Stunde entsteht, erstmal nicht davon ausgehen, dass die Party hier weitergeht in VW, denn wie gesagt, hier, wenn wir uns das Ganze auf der Stunde anschauen, da sehen wir dann mit Sicherheit dasselbe. Der Trend, der war schon auf Stunde vorher gebrochen, hier an der Stelle. So, und dann ist eben das passiert, was eben folgt. Auf Stunde ist es erstmal runtergegangen und jetzt ist auf Tagesbasis hier auch sehr viel Geschirr zerschlagen worden, und von daher bin ich jetzt hier persönlich erstmal raus auf der Long-Seite. So, dann schauen wir jetzt nochmal in die Aktien hinein, wo macht das jetzt Sinn, und dann kommen wir gleich natürlich auch noch zu den restlichen Fragen. So, und ich gehe eigentlich hier im Trading eigentlich immer nach den gleichen Prinzip vor. Das heißt, ich schaue mir im Tageschart an, habe ich hier einen Trend, also hier auch nochmal wirklich sehr schön zu sehen, Apple hat ja sehr stark korrigiert gehabt, ist jetzt aber auch schon seit einigen Wochen wieder in einem intakten Aufwärtstrend und von daher eigentlich super für den Handel. Man sieht auch, dass diese Stärke jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts herausgekommen ist, auch jetzt das Gap, was wir jetzt gesehen haben. Also die Aktie ist wirklich sehr, sehr stark gewesen. Man hätte hier schon die ganze Phase eigentlich mitnehmen können. Jetzt natürlich dann nochmal ein Gap, und jetzt sind wir auch wieder davor hier, dass es neue Hochs gibt. Das heißt, ich versuche hier in so einer Phase dann wirklich sehr, sehr gerne dann in den Stundenchart hineinzugehen und dann zu schauen, okay, wenn so eine Aktie in eine Korrektur geht, so wie jetzt hier zum Beispiel, dann das Ganze zu nutzen, hier, wenn ein neuer Trend entsteht, dann hier in eine solche Aktie hineinzugehen. Und wenn man jetzt diese Chance hier nicht bekommen hat, dann bekommen wir sie dann spätestens dann, wenn es hier oben durchgeht. Und dann wird es auch wieder aus meiner Sicht ein guter Trade, weil wenn man dieses hier mitgenommen hat, dann hätte man wirklich einen engen Stop gehabt, aber habe ich auch nicht, sonst würden wir das ja hier sehen, dann hätte ich euch die Aktie auch schon gezeigt. Aber jetzt zum Beispiel sehen wir einen sehr engen Stop, und wenn die Aktie jetzt mit Kraft zum Beispiel jetzt nach oben läuft, dann wäre es zum Beispiel ein Trade, den ich sehr, sehr gerne machen würde, weil ich dann auch den großen Vorteil habe, dass ich hier eben mit einem sehr, sehr engen Stop agieren kann. Und das wird auch ein Trade dann sein, den wir dann beim nächsten Mal besprechen können wieder, weil das werde ich auf jeden Fall machen, wenn die Aktie es schafft, hier durch das Hoch hier oben durchzulaufen, dann habe ich hier einen Stop, der ja roundabout bei knapp 1% liegt, und dann werde ich diesen Trade auch sehr, sehr gerne machen. Andreas schreibt gerade, das Gap kommt von den Earnings. Ja, das Gap, die Gaps kommen fast immer in den USA von den Earnings, also zumindest wenn sie so ausgeprägt sind wie hier. Und ich handle ja vor Earnings nicht, das hat man beim letzten Mal auch schon kurz angesprochen gehabt. Ich bin ein Freund davon, spätestens am Tag der, also bevor die Earnings kommen, auszusteigen aus der Position. Würde ich euch auch raten, wenn man jetzt hier long war in Apple, okay, da ist die Welt in Ordnung, ganz klar, tut uns auch nicht weh, haben wir viel Geld verdient, nur das Problem ist, wenn es gegen uns läuft. Ne? Wir haben vielleicht 100 Euro Risiko kalkuliert und jetzt kommt das Gap in die entgegengesetzte Richtung und dann haben wir plötzlich 500 Euro Verlust am Bein. Und das schmerzt halt eben mehr als alles andere. Und deswegen warte ich hier einfach immer, bis die Zahlen durch sind und versuche dann, entweder wenn ich jetzt auf Stunde handeln möchte, hier solche Formationen hier eben mitzunehmen, oder zweite Alternative, ich versuche hier einfach intraday in einen Trade zu kommen, und zwar sofort am Tag, wenn die Earnings rauskommen. Das heißt, ich bin nicht drin, wenn die Earnings rauskommen, weil dann habe ich ja das Problem, dass dieses Gap entstehen kann und ich große Verluste erleide, sondern ich warte einfach, bis die Earnings draußen sind und versuche mich dann in den Markt einzukaufen. So, kommt auch noch eine Frage zu Apple. Ich habe es jetzt wieder zufällig gesehen. Ich versuche immer nicht auf den Chat zu achten, aber legst du bei Apple dann einen Stop-Buy in den Markt? Ja, ich arbeite zum großen Teil mit Stop-Buys, weil ich einfach für mich besser damit klarkomme, eine Aktie zu kaufen, die, wenn ich long handeln möchte, die von unten nach oben läuft, als dass sie im Korrekturmodus sich befindet. Beides funktioniert natürlich hervorragend. Das heißt also, wenn man jetzt diesen Trade hier nehmen würde, dann hätte ich halt an dieser Stelle eben eine Stop-Buy
Order platziert, weil man dann eben an dieser Stelle davon ausgehen kann, dass der Markt erstmal nach oben läuft. Und wenn der Markt hier durch die Hochs hier oben zieht, dann haben wir nochmal den Vorteil, dass dann der Markt nochmal nach oben getrieben wird. So. Und deswegen bin ich in solchen Situationen immer so, dass ich sage, okay, ich arbeite mit einer Stop-Buy-Order. Die zweite Alternative ist ja, dass man zum Beispiel in einem Rücklauf kauft, so wie wir jetzt hier den Rücklauf gesehen haben. Die Problematik ist einfach nur, wenn ich nicht darauf warte, dass der Markt hier einen neuen Trend nach oben aufweist, dann muss ich blind irgendwelche Orders in den Markt legen. So. Und jetzt habe ich das Problem, wohin mit dem Stop? Ja, also gerade wenn wir in so einer Situation sind, wie jetzt bei Apple, wir haben einen Gap gehabt und jetzt muss ich einen Stop setzen. So, und das ist jetzt ein riesiges Problem, weil ich kann nicht einfach hingehen und sagen, ich setze den Stop hier einfach unter die Kerze, weil die wird einfach zu oft gezogen, dieser Stop. Das sehen wir immer wieder in den Trade-Besprechungen der Workshops auch, dass das nicht so gut funktioniert. Das heißt, ich hätte dann tatsächlich das letzte richtige Tief nehmen müssen. So, und das liegt dann eben hier unten. Und dann können wir uns überlegen, ob das noch Sinn ergibt, wenn ich hier im Rücklauf kaufe, hier den Stop hinzusetzen. In den meisten Fällen nicht so. Also das heißt, die bessere Alternative ist aus meiner Sicht dann hier wirklich zu warten, es entsteht ein neuer Trend und auf den setze ich, da springe ich drauf und den handle ich dann auch. Okay, zweite Alternative ist, man kauft dann, nachdem es zum Durchbruch gekommen ist im Rücklauf, da muss man einfach gucken, sitzt man davor oder nicht. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was habt ihr für einen Handelsplan. Wie gesagt, der ist ja bei allen von uns hoffentlich ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen entweder man kauft aus der Korrektur oder eben in den Rücklauf hinein. So, Adobe, wirklich tolle, starke Aktie, habe ich auch im letzten Jahr ja einige Male vorgestellt gehabt. Auch hier wirklich sehr schön zu sehen, wie die Aktie hier nach oben läuft. Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch drüber gesprochen. Auch hier erst Korrektur, dann hier neuer Trend entstanden. So, und hier kann man auch ganz gut sehen, hier ist die Aktie hier über dieses Hoch hinausgelaufen. Das ist das, worauf die Frage vorhin auch abzielte. Wenn dann die Korrektur kommt, hat man hier natürlich nochmal eigentlich eine geniale Möglichkeit, in den Trade hineinzukommen. Weil eins ist ja klar, wenn ich hier mir so einen Trade anschaue, damit spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das jetzt ein Tageschart ist, ein Stundenchart oder ein 5-Minuten-Chart, weil die Bilder sind ja ähnlich. Wenn wir uns entschließen, an so einer Stelle hier einzusteigen, so, da entsteht natürlich Dynamik, logischerweise, weil da natürlich viele Orders liegen. Aber welches Problem haben wir denn an dieser Stelle? Schaut euch den Chart mal ganz genau an. Große Problem ist doch, wo packen wir unseren Stop hin in der Situation? Ne? Also das ist ja, wenn wir hier in dieser Trendgröße agieren würden, wie gesagt, das könnte ja auch ein Stundenchart sein, aber wenn wir hier agieren, dann haben wir hier halt einen Stop, der ist riesengroß. So, und das ist eben die Problematik. Das heißt, wir werden entweder eine Positionsgröße haben, die sehr, sehr klein ist und wir werden recht wenig Geld verdienen mit dem Trade, oder wir missachten einfach unser Risk Management, was ja auch viele Trader machen. Und wenn der Trade dann aufgeht, dann ist es nicht das Problem. Nur immer dann, wenn der Trade nicht aufgeht, dann haben wir halt große Verluste. So, und dann ist aus meiner Sicht die bessere Alternative, wenn der Stop hier zu groß ist an der Stelle, dann einfach zu sagen, okay, dann warte ich hier einfach die Korrektur ab, so, die wir hier auch gesehen haben, und nutze dann die Möglichkeit zum Einstieg, weil jetzt bekomme ich hier plötzlich einen Einstieg, und das ist ein Tageschart, mit einem Stop von hier gut 1% oder 1,5%. Und das kann man natürlich alternativ auch in der Stunde machen, 5 Minuten. Es geht also, wie gesagt, nur mal darum, diese Verhältnismäßigkeit zu zeigen. Ist der Stop zu groß? Trade vorbeischwimmen lassen. Es gibt andere Märkte, andere Aktien, wo wir das dann hinbekommen, und von daher lasse ich das dann einfach sausen und nutze dann solche Trades, wie jetzt hier gerade gezeigt, um dann in so einer zweiten Situation dann in einen solchen Trade hineinzukommen. So, Frage wird normalerweise immer kommen, warum dann nicht am 19. gehandelt oder am 20., als der Durchbruch kam, war ich noch im Urlaub. Also sonst wäre Adobe hier ganz klarer Trade gewesen. Auf solche Sachen sind eben genau die, auf die ich halt immer achte im Trading. Vielleicht schauen wir uns noch zwei Aktien an und dann komme ich dann auch gerne gleich auf alle Fragen, die noch da sind. Autodesk ist so eine Aktie, die auch einen Trend hat, aber was mir hier jetzt zum Beispiel nicht gefällt ist, und das haben wir ja vorhin ja auch im Devisenmarkt schon ein paar Mal angesprochen, was wir hier sehen, hoch, hoch, hoch,
und keinen wirklichen Durchbruch. Und da warte ich dann lieber ab und halte einfach die Finger von so einer Aktie fern und suche einfach nach einer Aktie, die wesentlich stärker aussieht. Das ist auch etwas, was man lernen muss. Also gerade das Thema Screening ist einfach, was auf den ersten Blick relativ simpel häufig erscheint, braucht man aber trotzdem eine gewisse Zeit für und ein bisschen Erfahrung, wann sind welche Werte wirklich gut. Und es ist auch etwas, was wir sehr, sehr viel eben in den Workshops üben, da ein Gefühl für zu bekommen, weil man kann wirklich sehr gut im Markt, gerade auf Tagstunde agieren, wenn man da wirklich drauf achtet, welche Aktien jetzt wirklich super aussehen. Applied Materials hatten wir vorhin schon ganz am Anfang gehabt. Super Aktie auf jeden Fall. Auch hier wieder ganz klares Ding. Eigentlich genau das, was wir vorhin auch gesagt haben. Wir sind hier mehrfach hier an diesen Bereichen herangelaufen, immer wieder stehen geblieben. So, Ausbruch nochmal zurück. Und jetzt kommt hier der Durchbruch und seitdem geht hier die Party ab. Das sind 10%, die hier in knapp 3 Wochen der Markt gemacht hat. Das heißt, wir brauchen einfach nur auf solche Situationen zu warten. Und wenn ihr sowas seht, immer wieder angelaufen, es geht nicht durch, wartet einfach. Wartet, bis der Durchbruch da ist und dann entscheidet euch im nächsten Rücklauf dann einzusteigen. Und wenn man jetzt so einen Tageschart hier sieht und wir uns das hier dann natürlich erst am Tageschart hier dann kein Blumenpott zu gewinnen, das ist schon klar. Nur wir handeln schon, oder die Masse wird wahrscheinlich nicht im Tageschart handeln. Und wenn wir uns dann anschauen, was passiert dann intraday, und da hat man dann eben schon die Chance, dass man dann sieht, okay, nach so einer Situation kommt man in die Märkte. Wir sehen hier war der Ausbruch, dann gab es eine Korrektur. Das heißt also, hier hatte man alle Zeit der Welt. Der Markt läuft rauf, kommt zurück und läuft wieder nach oben. Es gibt also gerade auf der Stunde oder auch intraday dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, dann tatsächlich noch in einen solchen Trade hineinzukommen. Okay, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie ruhig in den Chat. Ich werde noch die Zwischenzeit, die nächsten 1,5 Minuten dafür nutzen, noch 2, 3 Termine bekannt zu geben, bevor wir jetzt dann zu euren Fragen kommen. Und zwar ist das eine, welche wichtigen Termine stehen in dieser Woche noch an? Wir haben gesehen, dass diese Woche sehr wenig Termine anstehen. In der letzten Woche hatten wir relativ viele Termine, aber diese Woche hauptsächlich Mittwoch für die Rohstoffhändler, die Erdöl Lagerbestände. Ansonsten ein wichtiger Termin, den wir aber vorher nicht planen können, ist, wenn Trump mal wieder was twittert und die Märkte dadurch versucht zu bewegen. Aber ansonsten an festgesetzten Terminen haben wir derzeit erstmal wenig. Der nächste Wochenausblick ist dann am kommenden Montag ab mittags immer bei mir in der Videothek zu finden auf der Seite www.lüdemann-coaching.de. So, und dann der nächste Webinartermin, der wieder hier bei CapTrader und FX Flat stattfindet, ist dann am 20. Februar, und zwar die Erstellung eines Handelsplans, weil das eigentlich die Grundlage dafür ist, um erfolgreich zu handeln und vor allen Dingen um duplizierbar zu handeln. Also wenn jemand schon erfolgreich handelt und keinen Handelsplan hat, okay, dann ist es ja kein Ding, aber für alle die jetzt zum Beispiel noch auf der Suche sind, wie baue ich denn jetzt einen Handelsplan überhaupt erstmal von der Logik her auf, denn wenn man einen Handelsplan hat und dann ist dann nachher die nächste, also das erste das Erstellen, das zweite ist ihn dann auch konsequent umzusetzen, darüber werden wir sprechen am 20. Februar. Und dann haben wir, glaube ich, den letzten Termin noch, und zwar mein 5-tägiger Intensivworkshop vom 25. Februar bis 1. März. Da werden wir sowohl langfristig erfolgreiche und duplizierbare Handelsansätze zeigen, mit denen jeder, wirklich jeder es schaffen kann, im Durchschnitt 2-stellige Performances zu erreichen. Und natürlich werden wir uns sehr intensiv mit dem Thema Markttechnik erfolgreich in der Praxis handeln beschäftigen und vor allen Dingen auch dann mit dem Thema Screening. Und zum Schluss, der letzte Termin dann wirklich, ist dann der nächste große Marktausblick am 6. März zur gleichen Zeit, 18 Uhr, hier bei FX Flat und CapTrader. Und jetzt kommen wir noch zu all den Fragen, die wir noch im Chat haben, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich schaue mal gerade, was wir noch da haben. VW hatten wir schon. Was habe ich an Aktien so mit mittel- und langfristigen? Also die Aktien, die wir gerade gezeigt haben, das sind ja Positionen im amerikanischen Markt, die man wirklich sehr gut jetzt eingehen kann, die wir uns gerade angeschaut haben, die ich auch bei mir auf der Watchliste habe. Ansonsten habe ich derzeit an Positionen noch
eine Allianz Short. Werde ich vielleicht morgen sonst in meiner Facebook-Gruppe vielleicht auch mal ein Update zu machen, muss ich mir gleich aufschreiben, dass ich morgen früh dran denke, für die Short-Seite. Ansonsten auf der Long-Seite, müssen wir mal gerade gucken, wie die Aktie heißt. Das Kürzel ist, ich mache mal gerade hier einen kleinen Moment, kann ich sonst auch gleich nochmal aufrufen. So, 1COV Covestro, die habe ich derzeit long im Depot, weil die Frage dazu kam. Schauen wir nochmal gerade kurz drauf. Ich müsste sie eigentlich jetzt hier auch dann finden. Covestro, gerade schauen, da ist sie. So, also die ist zwischenzeitlich knapp 9% im Plus. Da sieht man auch ganz gut. Ich schaue mir einfach wirklich Positionen an. Hier sieht man, so müssen Aktien aussehen, damit die bei mir ins Depot kommen. Also die wirklich über einen sehr, sehr langen Zeitraum wirklich sehr sauber laufen und dann immer diese typischen Bilder haben, diese steigenden Hochpunkte und dann immer die steigenden Tiefpunkte. Und dann bin ich hier aus der Korrektur heraus, ich habe das glaube ich auch schon gepostet in meiner Facebook-Gruppe, könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wenn ihr möchtet, dann hier aus der Korrektur den Trade gemacht, ist jetzt knapp 10% vorne der Trade und das sind dann genau die, die ich dann auch als Swing-Trades oder mittelfristige Trades dann halt aufbaue in meinem Depot. So, was haben wir noch an Fragen? Ich mag eigentlich Seitwärtsmärkte, sofern allerdings das Ratio über 1:3 ist, dann ist halt der Markt interessant. Es gibt ja auch Strategien, die für den Seitwärtsmarkt da sind. Also es ist ja nicht so, dass prinzipiell alle Trader nur Long oder Short handeln können. Es gibt auch gute Strategien für den Seitwärtsmarkt. Für mich schwierig eben zu handeln, weil ich eben einen Trend folge, Trader bin, das heißt, Markttechnik basiert ja darauf, so wie jetzt hier zum Beispiel in dem offenen Trade von mir, dass man davon ausgeht, dass Trends länger anhalten, als sie sich umkehren und das nutze ich halt für mein Trading und so entstehen ja auch solche Trades wie den ich ja auch hier an der Stelle schon oft vorgestellt habe, wo ich Anfang letzten Jahres in Adidas eingestiegen bin und der über 65% bis jetzt gebracht hat. Also das sind eben solche Trades, die ich versuche zu bekommen, egal ob jetzt auf Tagesbasis, auf Stundenbasis oder Intraday. Aber man kann natürlich genauso Seitwärtsmärkte handeln, man muss halt nur einen entsprechenden Plan dafür haben. So, was haben wir noch? Nutzt du auch Fibonacci? Jein. Also ich schaue einfach, ich würde jetzt nicht genau Nein sagen, weil ich benutze es wirklich nicht fürs Trading. Wofür ich es nutze, ist zu schauen, wo andere ihre Orders platzieren. Also das ist dafür ist es ein Hilfsmittel, was ich für mich ganz gut haben kann. Ich sehe auch häufig wirklich, wenn ich jetzt so einen Trade hier sehe, ohne dass ich Fibonacci anlege, dass die letzte Korrektur hier keine 50% sind. So, deswegen brauche ich das nicht und ich bin halt nicht so der ganz große Freund davon, an einem ganz bestimmten Punkt so nach Fibonacci einzusteigen. Was ich aber auch sagen möchte an dieser Stelle ist, dass der Handel nach Fibonacci sicherlich genauso funktioniert wie viele andere Handelsansätze auch. Also das hat alles seine Berechtigung, auch so das Thema, weil wir da auch im Workshop immer wieder drauf kommen, auf das Thema Indikatoren. Nur weil ich die nicht benutze oder weil ich sie nicht brauche, weil ich es einfach sage, naja, jeder Indikator, den ich habe, der beruht genauso auf der Vergangenheit wie der Chart, den ich sehe, heißt es ja nicht, wenn es draußen Trader oder Händler gibt, die Indikatoren nutzen für ihr Trading, dass die besser oder schlechter sind. Also mitnichten. Nur man kann sich halt nur auf oder sollte sich auf eins konzentrieren. Und ich habe einfach angefangen, als ich 1996 angefangen habe zu handeln, mich auf den Bereich Aktienmarkt zu konzentrieren. Und habe dann irgendwann Indizes dazu genommen und Devisen, Rohstoffe handle ich wirklich fast gar nicht, habe ich auch schon oft gesagt hier, ausschließlich die anderen beiden Bereiche und nur für das Positionstrading handle ich halt Gold. Ansonsten Rohstoffe gar nicht. Und wenn jemand sagt, ich möchte Rohstoffhändler werden und ich brauche da Unterstützung, dann sage ich auch immer, sucht euch jemanden, der sich damit gut auskennt in dem Bereich. Also meine Baustelle ist es nicht, weil es halt aus meiner Sicht halt nicht ganz so einfach ist zu handeln. Da muss man schon genau wissen, was man tut. Und ich hatte bisher nie das Bedürfnis, mich in diesen Markt hineinzuwagen, weil eben das Trading und das Handeln im Aktienbereich einfach so profitabel ist, weil Trends einfach sehr, sehr lange anhalten. Hier kann man wirklich mal zurückgehen. Das ist immer das, was ich sage. Wenn man sich das anschaut, die Charts fangen unten links an und hören oben rechts auf. Dann habe ich genau die Aktie gefunden oder den Markt gefunden, den ich handeln möchte.
Okay, ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Marc fragt, warum arbeiten Sie mit den gleitenden Durchschnitten mit EMAs und nicht mit SMAs? Die Frage kommt auch regelmäßig in den Workshops und Coachings. Man könnte auch genauso gut SMAs nehmen als EMAs. Der Vorteil von Simple Moving Averages ist halt, dass wir genau wissen, dass es genau der Durchschnitt der letzten 200 Tage ist. Bei den EMAs werden die letzten Tage etwas stärker gewichtet und für mich ist es halt deswegen interessant, weil ich in Aufwärtstrends einfach schneller wieder sehe, wenn die Märkte nach oben laufen, wenn hier die kleinen Durchschnitte auseinanderziehen, dann sehe ich das etwas früher. Das ist der einzige Grund. Wer jetzt sagt, ich mag lieber SMAs, dann ist es genauso wie die Händler, die sagen, naja, ich möchte aber zum Trading den MACD dazu haben oder was weiß ich. Muss man einfach machen. Also gibt keinen speziellen Grund dafür. Wir haben das mal getestet, dass auf eine Strategie von mir auf dem EMA 200, dass der EMA einfach etwas besser läuft als der SMA. Also ich habe ein Trading Setup, was sich rein auf den EMA 200 bezieht. Deswegen nutze ich halt den EMA. Aber das andere wird wahrscheinlich genauso gut funktionieren. So, was haben wir noch hier? Wolfgang fragt, hallo Mario, Frage zu den kurzen Timeframes, Minute oder Spannencharts. Handelst du auch korrelierende Märkte, zum Beispiel DAX Long und Bund Long? Wenn das Signal passt, wissen, dass sich die Märkte gegengleich bewegen. Also die Kombination Bund und DAX handle ich schon seit Ewigkeiten eigentlich nicht, weil wir eine ganze Zeit lang gesehen haben, dass der Bund gestiegen ist und der DAX gestiegen ist. Deswegen habe ich diese Paar-Tradings in dem Bereich nicht mehr gemacht. Habe ich aber eine ganze Zeit lang tatsächlich gemacht. Ich glaube, ich habe es auch schon mal irgendwo erzählt. Funktioniert auch recht gut. Das Einzige, worauf man achten muss, ist einfach, dass wenn so etwas nicht mehr funktioniert, dass man es nicht dann einfach weiterhandelt, das ist so ähnlich wie mit den Seitwärtsmärkten, sondern dass man dann anfängt, eben anhand seines Handelsjournals zu schauen, okay, ich sehe jetzt plötzlich, dass sich die Fehltrades hier einfach in einem Maße häufen, wie ich es vorher nicht gekannt habe. Und ich kann das halt sehr gut sehen, weil wir 50.000 Trades zwischenzeitlich bei uns in der Datenbank haben, wo man dann wirklich sehr schnell feststellen kann, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Aber es macht durchaus Sinn, solche Korrelationen eben zu nutzen, das eine Long gegen das andere Short. Man muss halt immer nur gucken, wo macht es eben Sinn. Und wie gesagt, im Bund gegenüber dem DAX habe ich es jetzt eine ganze Zeit lang nicht gemacht, weil ich da nicht die Trefferquote hatte, wie ich es gerne hätte. Andreas fragt, wie finden Sie die Aktien? Ja, ich benutze mein 6-Phasen-Modell dafür. Das beruht eben darauf, dass, so wie jetzt hier zum Beispiel hier gezeigt, dass Trends halt sehr stark sind, die sich wirklich verstärken müssen. Wir haben das innerhalb eines 6-Phasen-Modells die verschiedenen Phasen uns angeschaut. Korrekturen, Bodenbildungen, von dort aus den Beginn eines neuen Trends, starke Trends, die sich immer weiter verstärken, dann Top-Bildung, Gefahr eines Abschlusses oben und dann die Beginn eines neuen Abwärtstrends. Wie ich das genau mache, zeige ich immer in meinen Workshops, der jetzt zum Beispiel am 25. Februar ist, da werden wir uns alleine 2 Tage nur mit dem Thema Screening beschäftigen und dann auch die Trades, die wir dort finden, dann auch live entsprechend im Markt umsetzen werden. So, welche Frage haben wir noch? Wie viel Prozent vom aktuellen Preis ist für dich ein enger Stop und wie viel ein weiter Stop? Frage von Martin. Das hängt davon ab, in welcher Zeiteinheit ich handle. Weil wenn man das pauschal beantworten würde, das geht eigentlich nicht, denn ich sage einfach mal, ein Stop im mittelfristigen Bereich oder im langfristigen Bereich, wenn ich zum Beispiel eine Aktie über mehrere Wochen halten möchte, dann wird der Stop häufig 5, manchmal sogar 10% groß sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich handle auf Stunde, dann wird der Stop eher im Bereich zwischen 1-2% liegen und wenn ich Intraday handle, wird er auf jeden Fall unter 1% liegen, weil sonst bekomme ich meine CAVs, die ich von 1-2 und haben möchte und mehr, eben nicht hin. Ich hoffe, den Namen spreche ich jetzt richtig auf. Sali, handeln Sie die Aktien direkt? Ja, ich handle die Aktien direkt. Ich nutze keine CFDs für meinen Handel. Das spielt aber zum Beispiel jetzt hier auch nicht unbedingt die große Rolle. Also zum Beispiel ein Mitarbeiter von mir, der handelt zum Beispiel Aktien-CFDs, auch über CapTrader.
Und da haben wir uns das angeschaut, auch die Taxen zwischen Präsenzmarkt im amerikanischen Markt und auch den CFD-Kursen. Und die Taxen sind wirklich absolut identisch. Das heißt also, man kann da auch sehr gut dann Aktien CFDs handeln. So, und dann sehe ich hier noch eine letzte Frage. Hallo Mario, gehst du beim Screening die besten Märkte manuell durch? Oder ist es besser, mittels Screening-Software die guten Sektoren und darin die trendigsten Aktien herauszufiltern, zum Beispiel mit Finviz? Also Finviz, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr gute Plattform, gerade für die Händler, die im amerikanischen Markt unterwegs sind, weil wir hier sehr leicht sehen können, welche Branchen hier sehr stark sind. Für Screening selber kann ich sagen, ich habe das 15 Jahre lang ausschließlich von Hand gemacht. Also ich bin wirklich alle 30 DAX-Werte, MDAX-Werte, NASDAQ-Werte und auch den S&P 500 von Hand durchgegangen. Da ist jede Woche der Montag Vormittag für den deutschen Markt und den NASDAQ draufgegangen und nachmittags häufig dann auch noch für den amerikanischen Markt. Also ich war immer so 4-5 Stunden damit beschäftigt. Das habe ich einmal in der Woche gemacht. Dann habe ich hinterher so einen Pool von 15 bis 25 Aktien gehabt und die habe ich mir dann die ganze Woche über so als Hauptaktien gehabt, die ich gerne handeln wollte und habe dann nur noch die Aktien dazu gebaut, wo es Earnings gab oder irgendwelche anderen wichtigen Nachrichten. Heute benutze ich mein 6-Phasen-Modell und das habe ich jetzt zwischenzeitlich auch automatisiert hier im Agena Trader. Das habe ich letztes Jahr mit dem Carsten Berger zusammen entwickelt, haben auch davon eine DVD gemacht und wie gesagt, wir machen das eben auch immer im Rahmen meiner Workshops und Coachings, dort genau das aufzuschlüsseln, wie finde ich jetzt eigentlich genau diese Aktien, die so trendstark sind, weil der große Gewinn entsteht eben im Trading durch das richtige Selektieren der Werte, wo die Post abgeht. Das ist ganz, ganz klar, das haben wir gesehen im Highflyer-Depot im letzten Jahr, da haben wir wirklich so gut wie keine Transaktion gehabt und haben trotzdem über 50% Performance mitgemacht. Also da sieht man wirklich, wie einfach das ist, wenn man eben gutes Screening an den Tag legt. Das ist eigentlich das A und O, weil wie kommt man in einen Trade hinein? Da gibt es Bücher drüber, egal ob jetzt von Michael Vogt, Ed Alcene, die da schon viel zu geschrieben haben. Mein Buch ist auch gerade fertig, das wird jetzt auch in 5-6 Monaten rauskommen. Im Endeffekt, das ist, glaube ich, auch häufig bei den meisten bekannt. Aber dieses Thema Screening und wie ich dann wirklich einen Handelsplan daraus entwickle, dass ich dann richtig reinkomme, das ist eigentlich die Kunst. Und da muss man dann wirklich entweder sehr, sehr viel Zeit investieren oder man macht es einfach eben im Rahmen eines Coachings oder Workshops, dass man da möglichst schnell dann vorankommt. Okay, gibt es letzte Frage noch, Nachfrage noch von Marc, gibt es für den deutschen Markt ein Pendant zu Finviz für das Screening? Also mir ist es nicht bekannt, dass es so eine Seite für den deutschen Markt gibt. Wie gesagt, ich brauche das auch nicht, weil ich nutze das einfach hier über mein 6-Phasen-Modell, was mir automatisch anzeigt. Man kann es hier am Rand auch so ein bisschen sehen, welche Werte interessant sind und welche nicht für mich interessant sind. Ansonsten, also ich kenne keins. Finviz für den amerikanischen Markt ist top. Da werden auch die meisten von euch ja handeln im US-Markt, weil das von den Ordergebühren auch relativ preiswert ist. Da hat man zumindest so die ersten grundlegenden Dinge, die man da einstellen möchte. Macht immer noch Arbeit, aber es geht natürlich viel, viel schneller, als wenn man sich jede Aktie von Hand anschaut. Ja, ich denke, habe alle Fragen, die Offenmann hoffentlich beantwortet. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Beim nächsten Mal wieder werden wir wieder verstärkt auf den Aktienmarkt schauen. Aber ich hatte ja beim letzten Mal versprochen, dass wir heute uns auf jeden Fall auch einige Devisenpaare anschauen. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was mitnehmen können für euch. Wie gesagt, in 14 Tagen werden wir über das Thema, wie baue ich mir einen Handelsplan auf, sprechen. Und dann werden wir im März dann wieder schwerpunktmäßig auf das Thema Aktien kommen und werden dann auch wieder in mein mittelfristiges Depot einen Blick werfen und natürlich auch in meine Daytrades, die ich an dem Tag oder an dem Freitag vorher gemacht habe. Marc, freue mich. Vielen Dank für das Feedback. Das ist immer natürlich immer schön, freue ich mich immer drüber und wünsche euch eine wirklich erfolgreiche Handelswoche. Viele gute Trades und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das war's von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Bedanke mich auch beim Team von FX Flat und CapTrader. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Mario, auch nochmal an dich. Und wir freuen uns, denke ich mal, alle auf in 14 Tagen das neue Webinar mit dir. Ansonsten wünsche ich jetzt allen noch einen schönen Abend und wir hoffen, Ihnen hat es allen gefallen. Macht es gut und bis bald.